Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, wie wir schon angekündigt haben, werden wir heute mit Simba, habe ich noch gar nicht gemacht, fällt mir gerade mit ihr weitermachen. Kann ich da hinbotten oder läuft er jetzt zu mir? Denn er läuft gerade zu mir. Simba können wir aber mal kurz füttern, beziehungsweise mal kurz gucken, dass er ein bisschen höher kommt. Dann können wir zur Not. Ich bin nicht mehr derselbe. Ich bin Ja. nicht mehr das ängstliche Löwenkind. Ja, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Wieso bist du eigentlich Stufe 3 und ich habe dich noch nicht gelevelt? Das, habe ich irgendwas für ihn? Ich bin mir gerade nicht sicher. Marinierter Hering. Ah nee, das war das nach Arendelle-Art. Den habe ich. Eintopf und weiße Passionslilie haben wir noch nicht. Und ich bin so schlau gewesen. Ich habe. Moment, was ist das denn hier gerade? Ich sehe hier Bis gerade was. bald. Ja. Tasche. Ach so, das war die Tasche mit Zutaten. Ah, okay. Ja, dann würde ich sagen, ich bin jetzt mal wieder mega gut vorbereitet heute. Ich habe total vergessen, meine Sachen eigentlich zu leeren. Lauf da durch. Das heißt, wir gehen noch mal eben ganz schnell in unser Kämmerlein, in unser Mini-Schlösslein sozusagen. Wo laufe ich denn jetzt hin? Ich wollte eigentlich gar nicht bei den Zutaten. Ich wollte eigentlich das Holz wegtun. Das ist natürlich komplett woanders. So, das tun wir einmal raus. Das, dann haben wir noch Steine, Erde und so weiter. Erde können wir direkt mit hier rein tun. Steine habe ich. Ich habe keine einzelne, glaube ich, für Steine aktuell, ne? Ich habe hier schon einiges so gebaut, aber naja, die Kosten sind halt eben sehr, sehr hoch. Dementsprechend dauert das natürlich immer alles. So, das noch. Ach so, stimmt. Die Lebkuchenkerze hatten wir eigentlich für sie gemacht extra. Das nehmen wir mal einfach mit, aber ist nur wichtig, dass wir jetzt noch ein paar Plätze im Endeffekt frei haben. Ich dachte gerade, da steht einer. Vor allen Dingen, hä, wieso steht der jetzt so komisch nach links gedreht? Der stand eigentlich, also die Puppe, die stand eigentlich extra so, dass sie einen anguckt von der Ecke aus und nicht, dass die in die Ecke guckt. Das sieht irgendwie ein bisschen seltsam aus. Ja, jetzt sind wir natürlich draußen. Ich weiß aber nicht genau, doch sie ist da. Okay. Dann porten wir mal eben schnell rüber. Ja, sowas kann. Oh, ist das nicht süß, wenn die hier so wie die Ich brauche Turteltäubchen irgendwie zusammen deine Hilfe. rumlaufen? Oh, ich finde das so niedlich. Gimplerin, ich habe das Tal erkundet und es scheint hier viele Dinge zu geben, die es auch in meiner Heimat gibt: Wasserlöcher, Versammlungsplätze und Höhlen. Aber auch ein paar Dinge, die ich nicht genau verstehe. Vor allem fehlt mir eins, das für Löwen wirklich toll wäre. Könntest du mir helfen, das zu ändern? Na klar, lass uns das Dreamlight Valley löwenfreundlicher machen. Danke. Im geweihten Land ist es meine Aufgabe, Nahrung zu finden, um das Rudel zu ernähren und für Sicherheit zu sorgen. Das würde ich hier auch sehr gerne tun. Warum guckt ihr eigentlich die ganze Zeit so? Hallo? Ist es schön, dass ihr verliebt seid, aber du darfst mich auch gerne anschauen, wenn du mit mir redest. ja, das würde ich sie auch gerne tun. Aber hier gibt es keine geeigneten Jagdgründe. Ja, das stimmt. Aber das ist auch ganz gut, würde ich sagen. Dann werde ich das ändern, damit du dich wie zu Hause fühlst. Eigentlich ist das ja nicht so schön, weil, ne, damit sterben halt die Tiere. Aber gut, der Kreis des Lebens, ne? Oder wie war das? Das wäre toll. Das wird allen helfen. Wir brauchen ein ebenes Gelände, wo nicht so viel im Weg ist. Der schillernde Strand wäre dafür wahrscheinlich am geeignetsten. Okay, wir brauchen Deckung. Hinter uns. Hinter der wir uns verstecken können. Und wir müssen Pfade anlegen, damit die Beutetiere aus ihren Verstecken kommen. Oh, und es gibt noch etwas, das für ein gutes Löwenrevier wichtig ist. Ein riesiger Kratzbaum, ein Trockenfutterspender in Löwengröße, überdimensionierte Katzenminze. Ja, ich frag mal, ein riesiger Kratzbaum? Nein, das meine ich nicht. Wir brauchen ein Plätzchen, wo wir uns nach einem anstrengenden Tag ausruhen können. Ja, ich denke, das ist der Königsfelsen. Am besten einen großen, flachen Felsen. Vielleicht habe ich sowas. Und wenn nicht, können wir sicher in Dagoberts Laden etwas finden. Ich werde nachsehen. Während du das tust, halte ich weiter nach Gefahren Ausschau. Ich sage dir Bescheid, wenn ich den schillernden Strand löwenfreundlich gemacht habe. Auf Wiedersehen. Okay, stelle den Gegenstand Skars Liegefelsen auf, um ein Nickerchen zu machen.
Und platziere 7 Landschaftsgärtnereimöbel. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Skars-Liegefelsen. Da gucken wir doch mal bei Herrn Doc. Da. Gucken wir doch mal eben nach. Ich denke, das ist das, was ich auch schon mal gekauft habe. Aber ich dachte eigentlich immer, das ist für drinnen. Deswegen bin ich jetzt gerade... Oh, das ist neu. Einen schönen Tag noch. Das nehmen wir direkt mal mit. Das ist übrigens auch neu. Das Hallo. Nehmen wir natürlich auch direkt mal mit. weil ich habe nämlich irgendwo mal gelesen... Oh, der ist auch neu. Sei gegrüßt, Nachbar. Also den habe ich zumindest noch nicht gehabt. Ich habe nämlich irgendwo mal gelesen, dass wenn man die Hallo. Sachen einmal gekauft hat, kann man sie nachbestellen. Aber wenn man sie noch nicht gekauft hat, kann man die wohl auch nicht nachbestellen. Bücher sind immer gut. Sei gegrüßt, Nachbar. Die nehme ich auch komplett ungesehen mit. Dank. Ja, es tut mir leid, ich verfalle hier gerade wieder den Kaufrausch. Ich bin mir nicht sicher. Die haben wir. Sei gegrüßt, Nachbar. Ich glaube, die haben wir in der Quest bekommen, wenn das das Gleiche ist. Aber Hallo. Ich meine, ist eine Nachttischlampe, ne? Nehmen wir lieber dann 2. Du bist ein Geschäfts... Nee, ich will aber nicht mit ihm reden. Ich will eigentlich Möbel. So. Jetzt muss ich hier erstmal eben meinen Kaffee vor der Fliege schützen. Ich muss hier mal eben ein Stück Papier drauflegen. Ja, ich habe wieder Bio-Kaffee, falls ihr euch wundert. Endlich mal welchen gefunden. Den probiere ich gerade so ein bisschen aus. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Moment, Dekorationen. Zählt das? Nee, es zählt nicht unter Dekoration. Eigentlich ist es so ein Bett quasi, oder? Skars-Liegefelsen. Doch, den sollten wir doch machen, oder? Wenn nicht, dann bestelle ich den jetzt einmal umsonst. So. Skars-Liegefelsen. Ja, ja, okay. Ich sollte immer noch mal nachgucken, ob das das Richtige war. Das haben wir schon. Das haben wir auch schon, aber ich finde das so geil. Ich muss das nochmal holen. So, was ist das für ein Tisch? Der sagt mir irgendwas. Hallo. Doch, von der Eiskönigin. Ich glaube, ich habe den schon mal gekauft. Oh. Aber ist mir egal, ich hole den nochmal. Auf Wiedersehen und bis bald. Kostet ja nicht viel. Ich habe zwar immer noch keine Möglichkeit gehabt, mir neues Geld zu holen. Hallo, darf ich hier raus? Schillernder Strand. Ja, da müssen wir erstmal runter. Irgendwo hin, da. Die Frage ist jetzt, wie soll man das hier als Jagdrevier machen? Also das ist, oh, lauf doch mal. Das ist natürlich eigentlich bescheuert, wenn man so möchte. Das ist, ja, habt ihr gesehen? Ich habe den sogar noch drin, war ja klar. Ich würde sagen, ich darf den nicht so weit hinten bauen, dann bauen wir den dahin. Und, nee, da komme ich zurück. Sollte ich das aus... Oh, der ist sehr groß. Nein, 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 nein. Nimm mal lieber was Kleines, bitte. So, 7 Stück waren das, glaube ich, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Sprich mit Nala, wenn ich denn wüsste, wo sie ist. Moment. Nala? Nala, ich komme. Nala, Liebes, lauf doch nicht weg. Jetzt rennt die wirklich auf die andere Seite. Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Okay, sie bleibt wenigstens kurz stehen. Das ist schon mal gut. Genau, dreh dich mal um, damit du mir mal ins Gesicht gucken kannst, was du... Hallo. Doch, jetzt. Es ist soweit. Ich habe dir am schillernden Strand ein wunderschönes Revier gebaut. Danke, das ist wirklich nett von dir. Jetzt kann ich dir beibringen, wie man seine Beute anspringt, so wie Simba und ich jetzt als Kinder gelernt haben. Aber vorher musst du dir noch geeignete Kleidung besorgen. Aha. Etwas, das dich vor der Sonne schützt und mit dem du dich im Dickicht verstecken kannst. Du hast ja leider kein Fell wie ich, aber vielleicht könntest du dir ein paar geeignete Bedeckungen für deinen Körper besorgen. Alles klar. Dann ziehe ich rustikale Kleidung an. Oh, und Schnurrhaare. Du wirst Schnurrhaare brauchen. Menschen haben keine Schnurrhaare. Aber irgendwas Vergleichbares müsst ihr doch haben. Ja,
so komische Bärtchen. Wie könnt ihr euch sonst orientieren und eure Umgebung spüren? Okay, ich werde für die Jagd Schnurrhaare tragen. Ja! Yeah. Triff mich am schillernden Strand, wenn du bereit bist zu lernen, wie man Beute anspringt. Okay. Am schillernden Strand, genau. Zieh dir rustikale Kleidung. Ein Schnurrbart sollte einen Zweck erfüllen. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Zweimal rustikale... Was ist denn rustikale Kleidung für die? Das ist alles rustikal, oder was? Echt jetzt? Dann machen wir das. Eine Fliegerbrille, die man nicht sieht, aber egal. Ach nee, doch. Ach so, weil ich doppelt geklickt habe. Okay, verstehe. Und die Schuhe. Das sieht zwar total dämlich aus, aber gut. Und dann ein Schnurrbart. So. Ach so, stimmt. Ich habe jetzt einen pinken Schnurrbart. Geil. Triff Nala am schillernden Strand. Sie rennt schon mal. Ich werde schneller da sein, weil ich nämlich porte. So. Die Frage ist jetzt nur, wir sehen richtig rustikal aus. So bescheuert aus. Aber wo ist jetzt Nala hin? Ich soll die doch treffen. Nala, komm schon. Beweg dich. Ich soll dich doch am schillernden Strand treffen. Ich könnte jetzt schon mal hier hochgehen, oder? Moment. So, ich hoffe, sie kommt jetzt hier runter. Ich nehme schon mal mein Selfie in die Hand. Das sieht einfach nur bescheuert aus. So, hallo, Nala, hier. So. Können wir mal eben ein Selfie machen? So? Ja, so? Fast? So? Rustikal. Rustikaler geht es nicht. Oh Gott, das muss ich behalten. Das muss ich behalten. Okay, Entschuldigung. Also, Spaß muss sein. Hey, du! Ich habe mir den Strand angesehen. Du hast wirklich ganze Arbeit geleistet, Gameplayerin. Du warst zwar noch nicht da und hast noch nichts gesehen, aber danke, dass du das sagst. Jetzt gibt es dort wunderbare... Ich habe schon wieder Pferde gelesen. Oh, es ist zu früh am Morgen. Jetzt gibt es dort wunderbare Pferde und Verstecke für uns. Deine Bedeckungen sind genau richtig. Perfekt, wie immer. Das dürfte für unsere Expedition gut sein. Mit diesen Schnurrhaaren fühle ich mich irgendwie lächerlich. Ja, letzteres denke ich und ich sage perfekt, wie immer. Ich weiß nicht genau, wie ihr Menschen euer Aussehen ändert, um dazu eine Meinung zu haben. Aber du siehst jedenfalls bereit aus für unsere Expedition. Jetzt müssen wir uns auf die Lauer legen, damit... Nee, dann bringe ich dir bei, wie man seine Beute anspringt. Och, ich bin innerlich noch bei den Schnurrhaaren irgendwie. Ich bin schon eine echte Expertin in Beute anspringen. Ich sollte langsamer lesen heute, ehrlich. Ich könnte sicherlich ein paar Anspringtipps gebrauchen. Eigentlich hole ich mein Essen lieber im Supermarkt. Ja, das stimmt. Es ist ganz einfach. Du legst dich ganz flach hin und wenn etwas vorbeikommt, springst du es an. Folge meinem Beispiel und sei still. Okay. Hä? Hm? Warum funktioniert es nicht? Es gibt hier doch Beutetiere. Oder etwa nicht? Antilopen? Zebras? Gazellen? Vielleicht ein Gnu? hier im Tal gibt es nicht viele solcher Tiere. Die meisten Tiere hier sind meine Freunde. Oh, naja, manchmal freunden wir uns auch mit Beutetieren an. Wie Simba mit Timon und Pumba. Aber was soll ich denn fressen? Oh, ich hab's. Du könntest Fische fressen. Es gibt hier jede Menge Fische. Ich bin auch nicht sehr gut im Fischefangen. Ich mag Wasser nicht besonders. Keine Sorge, Nala. Schau mir zu. Ich werde dir beibringen, Fische zu fangen. Echt jetzt? Soll ich dir eine Angel in die Hand drücken oder was? Ich kann das sehr gut. Du wirst es im Handumdrehen lernen. Dann geh voraus. Ich hoffe, du kannst es wirklich so gut, wie du sagst. Ich werde versuchen, einige Fische zu fangen, damit du siehst, wie das geht. Vielleicht fange ich sogar seltene oder einzigartige Fische. Dann wirst du sehen, dass es gar nicht so schwierig ist. Danke. Ja. Nee, das war mal wieder das Falsche. Moment, Angel ist auf 4. Genau, das war's. Ich werde es nie merken, ganz ehrlich. Fange gewöhnlichen oder ungewöhnlichen Fisch, fange seltene oder einzigartige Fische. Oh mein Gott, ist das euer Ernst? 3 Stück jeweils.
Ist das euer Ernst? Soll ich die Folge denn bis zum nächsten Morgen hier machen? Also wir versuchen es mal nebenbei jetzt zu machen. Sind hier noch weiße Stellen irgendwo? Ich meine, gut, bunte Stellen nehme ich auch, kein Thema. Dann haben wir die andere Aufgabe auch schon. Ne, hier ist noch eine weiße. Hi, Mini. Hi. So, ich denke mal, wenn, dann werden wir wahrscheinlich mehr Glück haben, indem wir entweder zur friedlichen Wiese gehen. Oder, wie heißt das nochmal unten links? Und da hinten war jetzt keine Stelle mehr. Boah, Donald, hast du mich jetzt erschreckt. Ey, da fixierst du dich auf den Gesang von Ariel. Drehst dich um und da brüllt dich so ein Donald Duck an. Hab ich mich jetzt gerade erschrocken. Boah, ja, ich kann mich schon gar nicht mehr aufs Angeln konzentrieren. Es tut mir leid, Nala. Das war jetzt gerade... Boah, ey. Ich habe gerade noch... Es ist schlimmer als in jedem Horrorfilm heute. So, die haben wir jetzt schon mal. Das heißt, theoretischerweise müssten wir jetzt alle... Jetzt sehe ich nichts mehr hier. Hallo, es wäre schön, wenn ich auch die Stellen sehen würde. Theoretischerweise müssten wir jetzt alle bunten Stellen machen, ne? Das müsste ja für seltene und einzigartige Fische reichen. Wobei einzigartig... Finde ich ein bisschen seltsam, weil das würde ja heißen, dass wir die nur einmal bekommen. Und nie wieder fangen können. So, das reicht. Achso, da komme ich jetzt wieder nicht rum. Geh mal aus dem Weg, Nala, bitte. Ich bin so froh, dass Erik hier ist. Ja, ne? Ich finde es auch cool. Ich habe meine Patrouille beendet. Alles ruhig in diesem Quadranten. Das ist schön. Dankeschön. Dann mach woanders weiter. Da. So, jetzt komme ich hier endlich mal rum. Ja, jetzt bin ich einmal rumgekommen und schon ist hinten eine neue Stelle. Ihr wollt mich doch veräppeln. Ach, herrje. Okay. Kümmern wir uns mal um diese Stelle. Reicht das schon aus? Das war jetzt nur dreimal. Ja doch. Es reicht aus. Nala freut sich schon, dass wir schon so viele Fische gefangen haben. Oh, den nehmen wir aber nochmal eben mit. Beziehungsweise die Truhe. Oh, sehr schön. Moment. Wo haben wir dich denn? Da. Haben wir was Rustikales dabei? Gefließte Theke. Ja doch, die sieht doch sehr rustikal aus, ehrlich gesagt. Ach komm, machen wir das mal eben aus dem Weg raus hier. Das wollte ich eigentlich nicht einsammeln, aber egal. Jetzt haben wir sogar zwei Stück hier. Das ist doch schön. Jetzt sehe ich nicht viel wegen dem Schilf hier vor mir, aber ich hoffe, es reicht trotzdem. So, Nala. Du musst die Angel auswerfen und immer dann drücken, wenn die Kreise grün werden. Dann kannst du Fische fangen. Hast du das verstanden, mein Löwchen? Könntest du mir mal helfen? Hallo. Du hast ja ganz schön viele Fische gefangen, die Herren. Wir können eine Menge voneinander lernen. Aber jetzt sollten wir erstmal essen. Ich bin schon halb am Verhungern. Hey, das ist auch etwas, was ich dir beibringen könnte. Kann ich mit dir sprechen? Nein, ich rede gerade. Danke. Die Kunst der feinen Gastronomie. Normalerweise bereiten wir Menschen die Fische zu, bevor wir sie essen. Wir könnten sie in Reis und Nori-Eigenblätter einwickeln und Sushi zuzubereiten. Ja, hört sich doch lecker an für einen Löwen, oder? Das überlasse ich dir. Du kennst dich damit besser aus. Aber egal, wofür du dich entscheidest, könntest du bitte schnell machen? Mir knurrt der Magen. Keine Sorge. Ruhe dich einfach an dem Ruheplatz aus, den ich für dich hergerichtet habe, während ich dir Essen zubereite. Auf Wiedersehen. Bringe Nala ein beliebiges Fischgericht. Ich glaube, ich habe Karpfensalat. Das könnte sogar das gewesen sein, was sie eigentlich haben wollte. Hier zu sein ist fast so gut wie spielen. Hallo, danke. Das sieht toll aus. Aber ich habe solchen Hunger, dass ich im Moment wirklich nicht wählerig bin. Ich könnte einen ganzen Wasserbüffel runterschlingen. Darf ich? Schlag zu. Hier, bitte. Wieso sagt Nala eigentlich hier bitte? Also, eins muss ich auf jeden Fall sagen. Das war wesentlich leckerer als Käfer. Danke für die Hilfe mit den Jagdgründen. Im Gegenzug werde ich mein Bestes tun, um Nahrung zu besorgen und Gefahren abzuwenden. Du bist eine wirklich gute Freundin, Gameplayerin.
Oh, danke, du auch. Das bedeutet mir viel. Wenn wir uns beide um das Tal kümmern, kann eigentlich nichts schiefgehen. Ja, sie sind Level gestiegen. Ich darf sie jetzt auch knechten mit Gartenarbeit. Ach nee, Gartenarbeit habe ich, glaube ich, schon eingestellt bei ihr, ne? Drücke eine beliebige Taste, habe ich doch schon. Alle hier waren ganz wunderbar. Ja, ne? Finde ich auch. Ja, ich gehe mal ein paar Schritte zur Seite, weil sonst höre ich hier gleich nur noch Dagobert sah schon, Donald im Hintergrund. Ja, die Aufgabe ist jetzt in Anführungszeichen schon zu Ende und wir sehen immer noch sehr rustikal aus mit unserer tollen Optik. Wenn ich dran denke, werde ich auf jeden Fall dieses mega geile Bild als Thumbnail nehmen. Nach dem Motto, rustikal auf Essenssuche oder sowas. Und ja, ich würde sagen, dass wir dann hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil die Story bzw. die Quest dann hier ja erstmal zu Ende ist. Ich werde gucken, dass ich auf jeden Fall noch im Hintergrund ein bisschen level, damit wir hoffentlich morgen dann auch wieder mit einem der beiden weitermachen können. Ich hoffe, ich kriege das noch hin, weil ich gerade ziemlich viel noch mit anderen Spielen zu tun habe. Weil, ich glaube, ich habe es hier auch schon mal erwähnt. Ja, es war Ostern, meine Tochter hat Ferien gehabt und was soll ich sagen? Man hat halt so gar keine Zeit. Mini, musst du mir jetzt hier gerade so eine Bombe machen oder darf ich mich auch mal verabschieden? Ich habe kein Handy in der Hand. Du kannst gerne weitergehen. Normalerweise kommen die alle nur wie die Irren angelaufen, wenn man ein Handy in der Hand hat. Und stellen die sich wie so ein Rudel hinter ein. Und wenn man eigentlich nur sich selber fotografieren will, zum Beispiel um, was weiß ich, einen Blog-Eintrag zu machen oder sowas, oder ein Thumbnail oder so, dann kommen die alle angelaufen und alle stellen sie sich ins Bild rein. So wie Mini jetzt schon wieder zum zweiten Mal, während ich eigentlich nur abmoderieren will. Du bist der Herzallerliebst. Ja, das ist toll. Wenn du gehst, kann ich endlich... Okay, ich hoffe, sie ist lang genug weg. Kurz und schmerzlos. Es hat mich sehr gefreut und ich freue mich auch schon sehr auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.